Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich euch meinen aktuellen Stapel ungelesener Bücher zeigen. Das sind im Moment 11 Stück, was für meine Verhältnisse schon ein bisschen mehr ist. Ich weiß, für die meisten ist es doch sehr wenig, denn es gibt natürlich Buchliebhaber, die 100, 200 noch mehr Bücher im Regalchen haben, die sie noch nicht gelesen haben und immer weiter kaufen. Aber bei mir ist das immer so, ich mag es. Ja, wenn sich das ein bisschen kleiner hält, beziehungsweise hätte ich zurzeit auch gar kein Geld, um mir jetzt, weiß nicht, wie viele Bücher im Monat zu kaufen, 20, 30 oder wie das bei den meisten anderen aussieht. Auf jeden Fall ist im Moment dieser Stapel hier zustande gekommen mit diesen 11 Büchern und die werde ich euch jetzt alle einmal einzeln vorstellen und ja, euch sagen, wann ich vorhabe, das alles zu lesen und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und zwar am meisten freue ich mich auf das erste Buch hier auf dem Schirm. Ja, es ist ein bisschen geordnet, so dass ich mich auf das erste am meisten freue und auf das letzte freue ich mich auch noch sehr, aber nicht mehr ganz so sehr wie auf The Last Goddess, A Fate Darker Than Love von Bianca Iosivoni. Das ist vor ein paar Tagen erst bei mir eingezogen und ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Buch und ich wollte die ganze Zeit schon loslesen, aber ich musste mein aktuelles Buchprojekt überarbeiten und habe 2 Tage so richtig durchgepowert mit über 10 Stunden, die ich am Laptop täglich saß und jetzt kann ich endlich lesen. Also nachdem dieses Video gedreht ist, werde ich heute dieses Buch komplett durchsuchen. Das hat nämlich nur so 350 Seiten, 330 um den Dreh. Und ja, ich freue mich so, ich bin überglücklich und erzähle euch jetzt einmal, worum es geht. Mächtig, unsterblich und geheimnisvoll, Walküren sind die Nachfahrinnen der nordischen Götter und die einzigen, die die Menschheit vor dem endgültigen Untergang bewahren können. Ihr Auftrag, die Seelen gefallener Helden nach Valhalla zu begleiten. Blair, die als Tochter einer Walküre keine eigenen Kräfte besitzt, hat mit all dem nichts zu tun, bis ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben kommt. Doch Blair ist sich sicher, dass es kein Unfall war. Ihre Mutter wurde ermordet. Allerdings will ihr niemand glauben, nicht einmal ihr bester Freund Ryan, für den sie schon lange mehr als nur Freundschaft empfindet. Auf sich allein gestellt, macht sich Blair auf die Suche nach der Wahrheit und muss schon bald erkennen, dass ihr Schicksal aufs Engste mit denen der Walküren verknüpft ist und mit dem von Ryan. Als das Buch erschienen ist, am 29. habe ich einen Livestream geguckt von der lieben Bianca Iosivoni und da hat sie halt den Prolog vorgelesen und es ist so gut, es ist so toll und es wird auch mega spannend werden, vermutlich auch, ja, Kämpfe, bisschen blutiger und richtig gut und ich freue mich so. Ich freue mich so auf diese Geschichte. Es ist toll, dass es endlich mal nordische Mythologie gibt und nicht immer nur griechische Mythologie. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ja, heiß erwartet, ich werde es gleich durchlesen und vermutlich werde ich euch dann Bescheid geben in einer Rezension, wie es mir denn so gefallen hat. Weiter geht's mit Don't Love Me von Lena Kiefer. Auch heiß erwartet, aber immer noch nicht gelesen. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit mehr geschrieben als gelesen und ja, das werde ich auch ziemlich schnell durchsuchen. Die Schriftgröße ist ziemlich groß und das lässt sich vermutlich auch schnell durchsuchen. Das hat aber über 400. Nicht ganz so schnell wie das von Bianca. Kennen Sie es nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren? Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt ein Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Designstudentin Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken, denn ihrer Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. Also, das ist ein Dreiteiler, der auch zusammenhängt, was ich nochmal richtig cool finde. Es ist zum Beispiel ja auch bei When We Dream so, dass die Geschichte halt weitergeführt wird. Und ich habe das Gefühl, in New Adult ist das ziemlich selten geworden, dass man eher
fünf Bände und immer aus verschiedenen Sichtweisen hat, was auch richtig toll ist, aber es ist auch nochmal schön, über ein Pärchen über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Und genau, das werden wir hier tun. Zweiter Teil kommt Gott sei Dank noch dieses Jahr, ich glaube im Dezember. Und ja, ich freue mich sehr. Dann von dem dritten Buch wissen alle, dass ich mich mega drauf gefreut habe. Und zwar ist es What If We Drown von Sarah Sprint. Ihr seht, hier ist ein Lesezeichen drin. Ich bin jetzt auf Seite 136. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Seiten weiter gehört. Eben im Haushalt habe ich das Hörbuch angemacht. Und genau. Erst einmal der Klappentext. Ein Neuanfang, das ist Lauries sehnlichster Wunsch, als sie nach dem tragischen Tod ihres Bruders an die Westküste Kanadas zieht, noch vor der ersten Vorlesung ihres Medizinstudiums an der University of British Columbia lernt sie Sam kennen und spürt sofort, dass er sie auf eine nie gekannte Weise versteht. Unaufhaltsam schleicht sich der attraktive Jungmediziner in ihr Herz, bis Laurie erkennt, wie tief er in die Ereignisse der Nacht verstrickt war, die ihrem Bruder das Leben kostete. Es ist so gut, es ist total emotional, es ist wunderschön geschrieben und ich liebe die Geschichte jetzt schon und die hat auf jeden Fall schon einen Platz in meinem Herzen und es ist so schön gestaltet. Ich muss diese Karte immer mal wieder zeigen, weil es einfach nur toll ist. Und ja, da ist die ganze Reihe. Mega toll. Freue mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Ja, dann geht's weiter mit Cursed von Jennifer Armstrong. Wollte ich auch schon Ewigkeit mit anfangen. Aber das hier nervt mich. Seht ihr diesen Fleck? Warum? Warum? Sterben ist ätzend, das weiß die 17-jährige Amber aus eigener Erfahrung. Nach einem schweren Unfall hat ihre Schwester sie mit ihrer magischen Begabung von den Toten zurückgeholt. Eigentlich nicht schlecht, nur dass seither alles, was Amber berührt, stirbt. Deshalb passt sie nie etwas Lebendiges an, Jungs eingeschlossen, bis der gutaussehende Hayden behauptet, sie könne ihren Fluch mit seiner Hilfe kontrollieren. Amber will alles dafür tun, andere Menschen wieder berühren zu können. Sie möchte die Hand ihrer Schwester halten und sie muss zugeben, dass sie auch gerne Hayden küssen würde. Es klingt mega toll und das Tolle ist ja auch, dass es ein Einzelband ist, was im Fantasy-Bereich mega selten ist. Und also zumindest habe ich noch nichts von einem zweiten Teil gehört. Wenn es einen zweiten Teil gibt, dann könnt ihr mir das gerne mal sagen. Aber eigentlich dachte ich, dass es jetzt ein Einzelband ist. Und ja, freue mich sehr. Ich bin sehr, ich freue mich sehr, Fantasy-Bücher zu lesen. Ja, da sind auch noch ein paar in diesem Stapel drin. Das ist toll. Legen wir direkt weiter los mit City of Elements, der Ruf des Feuers von Nena Tramontani. Dies ist der vierte Teil und danach ist es vorbei. Ich liebe es so sehr. Und ich muss jetzt erstmal den ersten Teil suchen, damit ich euch den Klappentext vorlesen kann. Den ich eigentlich schon auswendig kennen müsste, denn ich habe diesen Klappentext schon 50 Mal hier bei YouTube vorgelesen. Einfach weil ich es so liebe. Los geht's. Tessa Wake, eine Stadt, streng aufgeteilt nach den vier Elementen und denjenigen, die sie beherrschen. Hierher wird Kia entführt. Sie erfährt, dass ihr Leben in Gefahr ist, weil sie das Kind zweier unterschiedlicher Elemententräger ist und damit einzigartig. Ausgerechnet Kias Entführer Will ist ihr Inventi, geboren, um sie zu schützen, komme was wolle. Leider ist er nicht nur unausstehlich, sondern auch ziemlich gut in seinem Job. Er lässt Kia nicht aus den Augen. Irgendwie muss sie ihm entkommen, um herauszufinden, wem sie in diesem undurchschaubaren Geflecht aus Allianzen und Geheimnissen trauen kann und um das außergewöhnliche Talent zu wecken, das angeblich in ihr schlummert. Ich habe alle Teile so geliebt und so sehr durchgesuchtet, obwohl die Kapitel zum Teil mega lang waren, so um die 20 Seiten auch. Aber man kann es einfach nicht aus der Hand legen, es geht nicht. Also unbedingt die vorigen Teile lesen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Rezension wird natürlich auch verlinkt und ja. Ich freue mich so, so sehr auf dieses Buch und dann freue ich mich sehr auf Nenas New Adult Reihe, die kommt dann im nächsten Jahr und alles, was sie sonst noch schreiben wird. Und lest City of Elements, auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit Thorn of Glass. Erben des Feuers ist der dritte Teil. Ich habe den ersten Teil jetzt nicht hier, deswegen kann ich keinen Klappentext vorlesen. Aber ich kann euch ja nochmal etwas erzählen.
In diesem Buch geht es um Selena. Ich weiß, ich habe in vorigen Videos öfter schon mal Selenia gesagt. Aber okay, tut mir sehr leid. Es ist Selena, Selena Sardothian. Und sie ist die gefürchteste Assassinin und sehr gefährlich. Und ja, die hat es auf jeden Fall total drauf. Und sie wird gefangen genommen deswegen. Und der Prinz holt sie da raus und möchte, dass sie in Kämpfen antritt gegen andere Kämpfer, Assassinen, keine Ahnung. Und der Gewinner von diesen Kämpfen wird halt der Champion des Königs und muss für den König Dinge erledigen und morden und Schreckliches tun. Und ja, das ist halt ihr einziger Weg, um zu überleben, denn sie schafft es nicht mehr lange in diesen Minen. Und ja, ist halt auch ziemlich gefährlich und die ganzen Sklaven, denen geht es natürlich absolut schrecklich. Und ja, ihr einziger Weg, um Freiheit zu erlangen, um zu überleben. Und deswegen macht sie da mit. Und alles, was darauf passiert, müsst ihr selber lesen. Die Bücher werden immer dicker und dicker, aber der zweite Teil, der hatte auch schon fast 600 Seiten oder 550 oder so. Und ich habe es so durchgesuchtet. Also, da dürft ihr euch nicht von den vielen Seiten abschrecken lassen. Es ist traumhaft schön. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht weiter gestört durch irgendein Piepen oder Anrufe oder sonst irgendwas. Lasst mich jetzt alle in Ruhe Video drehen. Es geht weiter mit Madeleine. Oh, Madeleine habe ich mir auch so gefreut und es noch nicht gelesen. Also, June hat ein Geheimnis, eines, das sie mit aller Macht bewahren will. Deshalb hält sie jeden Mann, der an mehr als einem One-Night-Stand interessiert ist, auf Abstand. Beziehungen machen verwundbar, genauso wie die Liebe. Doch June hat nicht mit Mason gerechnet. Er ist witzig, reich und absolut planlos, was seine Zukunft angeht. Aber vor allem kann er nicht genug von der temperamentvollen Studentin bekommen. Mason will weitaus mehr als nur eine Nacht mit ihr. Und June fragt sich das erste Mal, was passieren würde, wenn sie ihre Mauern einreißt. Ich habe die beiden ja im ersten Teil Julie schon unfassbar sehr geliebt. Oh, hier sieht man nochmal alle Teile. Julie mit Lady Play. Wanna stand with you, wanna fight. Auf jeden Fall. June ist halt so richtig tough und selbstsicher. Also sie kommt zumindest so rüber. Und Mason ist so die ganze Zeit mit ihrem Flirten und sie weist das die ganze Zeit ab und ja, ich bin sehr gespannt, was hier noch auf uns wartet, was es für Streitereien zwischen den beiden gibt und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Buch. Ja, mehr kann ich leider nicht dazu sagen, ich muss es unbedingt lesen. Schleunigst, bevor Deep Leaf ja nur erscheint. Weiter geht's mit Love is Bold. Das schimmert so schön. Das kommt auf den, also wenn man das Cover so im Internet sieht, dann denkt man so blau und dieses Silberne, was dann in Wirklichkeit ist, das kommt dann gar nicht so rüber und wenn man es in der Hand hält, sieht es einfach ganz anders aus. Und, aber richtig schön und besonders, so schimmernd und ha! Weiter geht's. Seit sie ihn zum ersten Mal gesehen hat, ist Bonnie die Kontrabassistin der Band After Hours in ihrem Bandkollegen Jasper verliebt. Eine gefühlte Ewigkeit ist das nun her, viele Jahre, in denen sie ihre Gefühle für sich behielt, sich für ihre Liebe schämte, denn Jasper war mit Bonnies bester Freundin verheiratet, bis diese an Krebs starb. Der junge Witwer ahnt nichts von den Gefühlen seiner Bandkollegin und als alleinerziehender Vater zweier Kinder bleibt ihm kaum Zeit für seine eigenen Bedürfnisse. Doch immer öfter schleichen sich ungewohnte Gedanken in Jaspers Alltag, unterdrückte Sehnsüchte melden sich zurück. Und er merkt, dass er bereit ist, bereit für eine neue Liebe. Stünde da nicht dieser eine Moment zwischen Bonnie und Jasper, der die Chance auf eine gemeinsame Zukunft zu zerstören droht. Das wird sehr emotional. Also Katinka hat ja schon erzählt, ich glaube, das war beim Prolog oder so, als sie den vorgelesen hat in einer Insta-Live-Session, dass es halt mega traurig wird. Und ja, das kann man sich ja auch schon denken, ganz ehrlich, mit Jaspers Frau, die gestorben ist und dass es auch ihre beste Freundin war und so. Und ja, diesen Neuanfang, den er dann auch machen muss und das Ganze mit den Kindern. Und ja, der erste Teil, Love is Loud, war so gut. Und ich freue mich jetzt sehr, wieder nach New Orleans zurückzukehren. Eine wundervolle Stadt.
Und schauen wir einfach mal. Love is Wild erscheint auch schon Ende des Monats. Meine Güte, in welchem Zyklus die Bücher manchmal erscheinen, ist halt richtig, richtig krass. Aber es sind alles mega gute Geschichten und sie schreibt toll und ich freue mich. Ich freue mich so auf Meter Heights, aber ich habe auch Angst. Es ist Science Fiction, das Ende könnte richtig böse sein. Also Marie, was hast du getan? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich es lesen, um es zu erfahren. Und ich habe sowohl Neon Blitz als auch Cybertrips so durchgesuchtet. Es war unglaublich toll. Es geht ja um das Jahr 2101 und es gibt einen Cybervirus. Und ja, dieser Virus befällt die Menschen und macht die Menschen zu Moja. Das heißt, alle Menschen sind nur noch Zombies und gehorchen nur noch Kami, einer künstlichen Intelligenz. Und ja, alle bekämpfen Kami. Es geht hier um, ich glaube, 4 verschiedene Protagonisten. Jetzt, also die hauptsächlichen Protagonisten. Und es ist so rasant und spannend und es ist so unglaublich toll und ich lieb's über alles. Und ja, muss es nur noch zu Ende lesen, dann weiß ich Bescheid. Ach, eine richtig tolle Reihe. Kann ich euch alle nur empfehlen. Ich werde euch natürlich Neon Birds, meine Rezension, wieder verlinken. Weiter geht's mit All Your Kisses von Tilly Cole. Und darauf habe ich mich eigentlich mega gefreut, weil ich A Wish for Us, hieß es A Wish for Us? Wo ist es denn? Ah ja, A Wish for Us, sehr geliebt habe. Und ich fand es unfassbar toll, unfassbar emotional. Und das hat mich also sehr mitgenommen. Eines der Bücher, bei dem ich am meisten geweint habe. Deswegen wollte ich das auch unbedingt lesen, aber ja, ich lasse mich immer beeinflussen. Wenn ich irgendwo höre, dass jemand das Buch nicht so gut fand, dann denke ich direkt, muss jetzt nicht sofort lesen, vielleicht ist das nicht so gut. Aber es gibt auch mega viele gute Stimmen zu diesem Buch und deswegen muss ich es einfach wagen. Sagt mir Bescheid, wenn ich es gelesen habe und wenn es euch gefallen hat. Gib mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich endlich mal dazugreifen werde. Und komme zum letzten Buch. Das ist der zweite Teil von Vortex. In Vortex geht es ja darum, dass es in der Welt Energiestrudel gibt, die Vortexe, und die haben so die ganze Umwelt und alle Menschen, die dann zu dem Zeitpunkt in der Nähe waren, verändert. Und ja, unsere Protagonistin Elaine, die möchte Vortexläuferin werden. Und wenn du in einem Vortex läufst, dann springst du halt irgendwo anders auf der Welt hin quasi. Es ist so wie beamen, sagen wir es mal so. Und genau, man springt dann halt zu einem Punkt, wo ein anderer Vortex ist. Und das kann halt am anderen Ende der Welt sein. Und bei diesem Vortexlauf möchte sie natürlich gewinnen. Das passiert halt im ersten Teil und dann geht's weiter jetzt mit dem zweiten und ich bin so unfassbar gespannt, weil auch diese Welt ist unglaublich toll und ich bin schon so gespannt, was alles noch auf mich wartet. Und der dritte Teil ist jetzt, also das Cover vom dritten Teil ist neulich revealed worden und Leute, wow, das ist eins der schönsten Cover überhaupt, finde ich. Ja, also jetzt so im Fantasy-Bereich, sage ich mal, mit so Gesichtern drauf. Unfassbar schön. Freue mich schon sehr, aber natürlich erstmal Band 2 lesen. So, das waren meine 11 Subbücher. Mann, hier im Video geht das so gut immer. Immer wenn ich Fotos mache, fliegen mir 100 Bücher aus der Hand. Und zwar alle paar Minuten und es ist sehr blöd. Ich habe auch immer Angst, dass irgendwas kaputt geht. Aber es ist alles heil geblieben, Gott sei Dank. Und ja. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich hatte gerade so viel Spaß beim Drehen und es war großartig, alle Klappentexte nochmal zu hören und mich wieder auf alles zu freuen. Und nicht nur auf die zuerst genannten. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder mehr lesen können und mir mehr Zeit dafür nehmen. Und ja, erzählt mir alles über die Bücher, die ihr schon gelesen habt oder auch vorige Teile, die ihr schon gelesen habt. Wie hat es euch gefallen? Erzählt mir alles und lasst uns darüber quatschen. Und ja,
Ich wünsche euch noch einen tollen Tag, ganz viel Spaß und bis zu meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!